was sie schon immer über ihre Gleise wissen wollten, aber bisher nicht anzusehen wagten, ist das Motto dieser Videoreihe zur Gleisreinigung. In Teil 1 und Teil 2 wurden mechanische Reinigungsmittel sowie Flüssigkeiten auf ihre Wirkung untersucht. Im dritten Teil wird nun das Verhalten verschiedener Reinigungsfahrzeuge beleuchtet. Hierbei geht es jetzt nicht mehr um die Art und Wirkweise des Reinigungsmaterials, sondern den Einsatz in einem H0-Modellfahrzeug und dessen Wirksamkeit. Ich führe die Untersuchungen als interessierter Laie aus persönlichem Interesse durch. Insofern handelt es sich nicht um wissenschaftlich belastbare Ergebnisse, für die ich eine Gewähr übernehmen kann. Ich habe aber schon versucht, reproduzierbare Belege zu generieren. Am Ende muss jeder selbst entscheiden, was er von den Aussagen hält. Zunächst möchte ich einige Vorüberlegungen aus den ersten beiden Teilen rekapitulieren. Ob die Wahl des Gleisherstellers einen Unterschied macht und wenn ja, wie groß der Einfluss ist, kann ich nicht beurteilen und werde es auch hier nicht näher betrachten. Ich habe Märklin-C-Gleise und werde diese nun auch nicht austauschen. Das Gleis besteht aus magnetischem Stahl und der Mittelleiter ist boniert. Das ist damit für die folgenden Betrachtungen gesetzt. Welche Einflüsse führen nun zu Verschmutzung und Verschleiß der Gleise? Auch dazu gibt es viele Diskussionen und ich habe hier einmal die aus meiner Sicht relevantesten aufgeführt. Die ersten 6 Punkte sind aus meiner Sicht unvermeidlich, ob man es nun wahrhaben will oder nicht. Staub und Luftfeuchtigkeit sind sicherlich gegeben. Und wenn man Loks fahren lässt, kommen Öl, Haftreifen, Räder, Schleifer und Verkohlungen beim Spannungsübergang mehr oder weniger dazu. Dazu kommt dann die Beanspruchung durch die Reinigungsmethode, die man selber in der Hand hat. Für meine Betrachtungen gehe ich davon aus, dass der Schmutz überwiegend aus Staub und Öl bzw. daraus bei der Verzunderung entstehendem Ruß besteht. Der Schmutz wird durch mechanische Verhakung, Adhäsion sowie elektrostatische Anziehung festgehalten. Entfernen kann man ihn durch Materialien mit besserer Schmutzadhäsion oder durch Abschaben, hier Abrasion genannt. Hierzu geeignet sind poröse, strukturierte Materialien, die den Schmutz im Idealfall auch noch aufnehmen. Empfohlen wird meist die händische Reinigung, aber nicht jeder hat eine Epoche 1-Anlage mit eingleisiger Panoramastrecke und nur einem Niveau. Bei Anlagen mit Oberleitungen, Tunneln und Schattenbahnhöfen können Armverlängerungen oder auch Gleisreinigungsfahrzeuge sinnvoll sein. Das Thema trocken oder feucht, das ja auch bei der Hausreinigung kontrovers diskutiert wird, habe ich bereits in Teil 2 behandelt. Aufgrund der dort gezeigten Ergebnisse werde ich bei den Gleisfahrzeugen keine Flüssigkeiten einsetzen. Zunächst eine kleine Übersicht der Anwendungsbereiche der passiv und aktiv arbeitenden Gleisreinigungsfahrzeuge. Das größte Angebot gibt es, aufgrund der Anbieter für die Zweileitergleissysteme, für die Reinigung der Gleisprofile. Pico und Rocco bieten zum Beispiel sehr vergleichbar aussehende Fahrzeuge mit Gleisradiererplatten an. Märklin hat einen passiven Reinigungswagen mit Jörger-Filzen im Angebot. Bei Fleischmann drehen sich zwei Fliese in entgegengesetzter Richtung durch einen mit dem Radsatz verbundenen Gummiring. Mit einem Motor angetriebene Reinigungssysteme für die Gleisprofile gibt es von Dapol und Lux. Für den Mittelleiter ist das Angebot deutlich geringer. Ich schaue mir den passiv mit einem Vlies arbeitenden Reinigungswagen von KPF Zeller an, sowie den Wagen mit einem motorisierten Schwinger von Lux. Bei den Gleisstaubsaugern schaue ich mir zwei Modelle an, und zwar von Dapol in der Ausführung von Modellbahn Union sowie von Lux. Beide Modelle sind mit einem Motor ausgestattet, aber nicht selbstfahrend. Hier alle betrachteten Modelle im Überblick. Das Gewicht habe ich ermittelt, da es einen Hinweis auf den Anpressdruck gibt. Der Fleischmannwagen ist herstellerseitig derzeit nicht lieferbar, die Reinigungsfliese aber schon. Bei Lux erhält man die Wagen im Doppel- oder Dreifachbundle zu einem günstigeren Preis. Den Multifunktionswagen von Dapol schaue ich mir in der Version von Modellbahn Union mit Digitaldecoder für das Dreileitersystem an. Kommen wir nun zur detaillierten Betrachtung der einzelnen Wagen. Zunächst war die Frage, welche Verschmutzung sich als möglichst vergleichbare Herausforderung für die Wagen nutzen lässt. Aufgrund der zu Beginn gemachten Annahmen zu Ruß und Öl war meine erste Idee eine Mischung aus schwarzer Pulverfarbe und Modellbahnöl. Dies war allerdings keine Herausforderung, sodass ich schließlich den Hin- und Wegkleber von Noch eingesetzt habe, der auf den Schienen zunächst getrocknet wurde. Zur Überprüfung der Stromunterbrechung habe ich den Messwagen von Pico genutzt. Starten wir mit dem Mittelleiterreinigungswagen von KPF Zeller, der ein Vlies verwendet, das laut Herstellerangabe von einem Discounter Putztuch stammt.
Das Vlies ist an einem frei in eine Richtung schwingenden Gewicht befestigt. Dadurch lässt sich der Wagen sinnvoll nur in eine Fahrtrichtung benutzen. Den Kleber kann der Filz nicht entfernen, auch wenn er nach einigen Fahrten einigen Schmutz aufnimmt. Ich habe das Vlies dann gegen einen Streifen Filz aus einem Filzgleiter ausgetauscht. Das Ergebnis ist aber auch nach mehreren Fahrten unverändert, da das Gewicht und der daraus resultierende Anpressdruck zu gering sind. Bevor es zum Luxwagen geht, zunächst die Reinigungswirkung der Schleifer, die im Internet gelegentlich erwähnt wird. Bereits die Oberfläche unbenutzter Schleifer weist deutliche Strukturen auf. Länger genutzte Schleifer zeigen teilweise starke Riefen. Durch die Metallfedern werden die Schleifer auf den Mittelleiter angedrückt. Nach zehnmaligem Fahren über ein mit Kleber behandeltes Gleis sieht man anders als beim Vlies deutlich das Freilegen der Metalloberfläche des Mittelleiterkontaktes. Nun zum Lux Mittelleiterreiniger, der standardmäßig mit einem 1500er Schleifpapier ausgestattet ist. Eine 800er Körnung ist als Ersatzmaterial erhältlich. Unter der Wagenmitte befindet sich ein pulsierendes Schwingelement, auf das das Schleifpapier aufgeklebt ist. Akkus überbrücken auch eine längere Stromunterbrechung. Da der Mittelleiter, wie in den vorausgegangenen Videos gezeigt, empfindlich auf abrasive Materialien reagiert, verwende ich für den Reinigungsversuch zunächst Filzstreifen. Der Kleber wird durch den Filz vom Mittelleiter abgeschält. Da der Filz für das Fahren mit einer Lok zu dick ist, habe ich ihn in einem Schraubstock mit einem Cuttermesser filettiert. Die Lok kann den Wagen einwandfrei ziehen. Mit der USB-Lupe habe ich die Fahrt über ein eingeschottertes bzw. eingegipstes Gleisstück dokumentiert. Man sieht bei der Betrachtung dieses realen Anlagenabschnitts die stark angegriffenen Mittelleiterkontakte. Hier ist eine Reinigung oder besser gesagt Restaurierung nur durch mehrfaches Überfahren mit dem Schleifstreifen möglich. Nun zu den Fahrzeugen für die Gleisprofile. Zur Bewertung der Reinigungswirkung habe ich diese wieder mit dem Hin- und Wegkleber von Noch vorbehandelt. Beim Testen der Stromunterbrechung mit dem Messwagen fällt auf, dass durch die Stromabnahme an beiden Achsen der markierte unterbrochene Abschnitt überbrückt wird. Fahrzeuge mit einer Stromabnahme an mehreren Achsen sind also deutlich weniger anfällig für Störungen. Erst wenn die Achse außerhalb des isolierten Bereichs vom Gleis getrennt wird, fällt die Spannung. Starten wir mit dem Schienenreinigungswagen von Märklin, der die Jörger-Filze nutzt, die einfach in eine Vertiefung gesteckt werden. Die Reibung reicht allerdings nicht aus, um den Kleber zu entfernen. Pico bietet seinen Schienenreinigungswagen in verschiedenen Bedruckungsvarianten an. Aktuell gibt es eine limitierte Auflage als Wagen der DB Bahnbaugruppe. Unter dem Wagen befindet sich eine mit Federn nach unten gedrückte Metallplatte, auf die ein Stück Gleisradierer aufgeklebt ist. Hiermit kann der Kleber vollständig entfernt werden. Der Wagen von Rocco ist identisch aufgebaut und standardmäßig ebenfalls mit einem Gleisradierer ausgestattet. System Jörger bietet für diesen Wagen eine Austauschplatte mit eingestecktem Filz an. Der Wagen entfernt mit dem Gleisradierer, aber auch mit dem Filz, den Kleber vollständig. Für den Wagen von Fleischmann mit den drehenden Scheiben gibt es sowohl Vlies als auch Schleifpads. Der Kleber kann auf diese Weise nicht entfernt werden. Das gleiche Ergebnis erhält man mit den Reinigungszwergen von Noch, die man an die Achsen beliebiger Waggons klipsen kann. Den Wagen von Prosis habe ich in den Test einbezogen, weil er flexibel zu bestücken ist, einen Tank besitzt und vom Gewicht an die motorisierten Reinigungswagen von Lux und Darpol heranreicht. Der Kleber kann mit einem Fließpad vollständig entfernt werden. Nun zu den Wagen mit aktiven Reinigungssystemen. Der Multifunktionswagen von Darpol in der Version von Modellbau Union für Dreileitersysteme mit Döhler und Haas Digitaldecoder kann zur Reinigung der Gleisprofile mit Vlies oder Gleispads ausgestattet werden. Diese werden durch eine allerdings nur sehr leicht gespannte Feder auf das Gleis gedrückt. Auch ein Tank ist vorhanden. In der Anleitung ist allerdings angegeben, dass der Wagen bei Dreileitersystemen, wie hier demonstriert, nicht für die Reinigung der Gleisprofile eingesetzt werden kann. Bei Streckenabschnitten ohne Weichen wäre das zwar möglich, allerdings kann der Kleber nicht entfernt werden. Lux bietet einen Schienen- und Oberleitungsschleifwagen an, wobei ich hier allerdings nur die Reinigung der Gleisprofile betrachte. Gereinigt wird mittels einer motorgetriebenen Walze, die standardmäßig mit einer 1500er Schleifrunde ausgestattet ist. Wahlweise kann auch eine 280er Schleifrunde oder eine Filzrunde eingesetzt werden. Mit der Standard-Schleifrunde wird der Kleber vollständig entfernt.
Der Wagen lässt sich gut ziehen und meistert einwandfrei Kreuzungen und Weichenstraßen. Die Oberflächenstruktur des eher unempfindlichen Gleisprofils wird aber sichtbar zerkratzt. Nun zum Vergleich der beiden Gleisstaubsauger von Lux und Dapol bzw. Modellbahnunion. Der Wagen von Lux ist nicht angetrieben. Wenn er bewegt wird, fängt er an zu saugen und läuft noch einige Sekunden nach, wenn er zum Stehen kommt, solange Fahrspannung anliegt. Ein Magnet dient zum Sammeln magnetischer Gegenstände. Unterhalb der Filterkappe befindet sich ein großer Sammelbehälter, daneben ist Platz für Motor und Elektronik. Den Dapol-Reinigungswagen mit Gleisstaubsauger gibt es von Modellbahnunion in der Ausführung für Dreileitersysteme mit einem Döhler und Haas Digitaldecoder. Der Wagen ist nicht angetrieben. Die Saugleistung ist über den Digitaldecoder stufenlos einstellbar. Die digital voreingestellte Leistung kann zusätzlich über einen Druckknopf ein- und ausgeschaltet werden. Als Filter für die Auffangkammer dient ein Maschendrahtsieb. Beginnen wir den Vergleich der beiden Staubsauger. Der Dapol-Wagen ist fast 2,5 cm länger, dafür der Lux-Wagen knapp 1,5 cm breiter. Die Höhe der Wagen ist fast identisch. Der Auffangbehälter ist bei Lux etwa 2,5 cm länger. Der Filterdeckel unterscheidet sich deutlich. Während Lux eine fein gelöcherte Metallfolie verwendet, ist im Dapol-Wagen ein deutlich gröberes Maschendrahtgewebe eingesetzt. Nun werden beide Wagen über parallele, länger nicht gereinigte Strecken geschickt. Auch wenn man die Ergebnisse quantitativ nicht absolut vergleichen kann, ist das Ergebnis aufgrund der unterschiedlichen Filterdeckel doch nachvollziehbar. Lux sammelt sichtbar feinen Staub, während Dapol ihn eher durchbläst. Hier der Blick mit der Lupe auf die unterschiedlichen Filtersysteme. Auch das Ergebnis im Auffangbehälter ist deutlich unterschiedlich. Während man bei Dapol auch grobe Partikel findet, sieht man bei Lux nur feinen Sand. Überrascht war ich von der Ausbeute des Shortsammlers, da ich hier vorher nicht extra etwas verteilt hatte. Nun der Versuch, die Saugleistung etwas quantitativer zu erfassen. Gescheitert ist dieser Versuch leider an der mangelnden Genauigkeit der Küchenwaage. Trotzdem zeige ich kurz das Vorgehen sowie die qualitativen Ergebnisse. Nach der Einwaage eines laut Hersteller feinkörnigen und staubfreien Quarzsandes wird dieser zwischen den Gleisprofilen verteilt und mit einer Geschwindigkeit von 2,8 cm pro Sekunde abgesaugt. Der verbleibende Sand wird dann mit einem Handstaubsauger vollständig entfernt und neu eingewogener Sand für die Fahrt des zweiten Wagens entsprechend wieder verteilt. Hier das Ergebnis. Der feinkörnige Sand wird von beiden Wagen etwa gleich aufgenommen, mit leichtem Vorteil für Dapol. Ein beiden Wagen angebotenes größeres Kunststoffteil wird nur vom Dapol-Wagen eingesaugt. Wirklich sauber wird das Gleis aber mit beiden Systemen nicht, wie der nach 10 Überfahrten verbleibende Sand zeigt. Ein einfacher Akku-Handstaubsauger ist, wenn räumlich einsetzbar, deutlich effektiver. Kommen wir zum Fazit bezüglich des Einsatzes von passiven und aktiven Reinigungsfahrzeugen. Die von den Reinigungsfahrzeugen eingesetzten Werkzeuge sowie deren Wirkung auf die Gleise wurde bereits in den ersten beiden Teilen der Videoreihe besprochen. Die Fahrzeuge werden unterteilt in solche zur Reinigung der Gleisprofile, der Mittelleiter sowie zur Staubentfernung. Starten wir mit der größten Gruppe der Fahrzeuge für die Schienenprofile. Mein Favorit ist hier, aufgrund des hohen Anpressdrucks an die Schiene, der Reinigungswagen von Rocco, allerdings mit System Jörger Austauschplatte und entsprechendem Filz. Der von Rocco standardmäßig mitgelieferte harte Gleisradierer führt, wie in Teil 1 unter dem Mikroskop zu sehen, zur Riefenbildung. Vergleichbare Ergebnisse wie die Kombination Rocco-Jörger liefert der Reinigungswagen von Prosys mit dem Vlies. Die Reinigung der Mittelleiter ist durch die Schleifer beim Fahrbetrieb inhärent, zumindest was groben Schmutz angeht. Bei Ölschmiere wird es nicht viel helfen. Für groben Schmutz und Schmiere eignet sich der Mittelleiter-Reinigungswagen von Lux, wenn man das standardmäßig mitgelieferte Schleifpad durch einen Filz ersetzt. Für das Entfernen fester Partikel und Fasern ist der Staubsauger die beste Lösung. Wo das aufgrund räumlicher Gegebenheiten nicht möglich ist, können Gleissauger zum Einsatz kommen. Aufgrund der unterschiedlichen, sich ergänzenden Saugeigenschaften scheint mir die Kombination aus zunächst Lux für den Feinstaub und dann angehängtem Dapol-Wagen am besten geeignet. Der Einsatz nur eines der Saugfahrzeuge lässt den Fein- bzw. Grobbereich unbehandelt. In Teil 4 der Videoreihe geht es um den Stromübergang Schiene-Rad, die Reinigung der Räder sowie die Pufferung des Stroms zur Überbrückung von Spannungsschwankungen. Bis dahin!